Heureka! Ups! What the? Ja, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu Zombies vs. Balls. Wie heißt denn dieses Spiel? Ja, Flop? Ach hier, ne? Mit dem Ball hin und her pingeln lassen. Schauen wir mal, wie man das machen soll. Bricks, glaube ich, ne? Berühre den Bildschirm mit deinem Finger, wische ihn hin und her und wähle die gewünschte Richtung und lasse den Bildschirm los. Alles klar. Wir müssen natürlich so viele wie möglich kaputt machen. Okay. 55 Bälle werden jetzt geschleudert. Machen wir mal hier. Okay, das war schade. Stars. Also, ob das so funktioniert, schauen wir mal. Ah, nice. 3 von 100. 20, 30, 50 und 1, keine Ahnung. Ziel des Spiels. Sammle alle DNA-Teile, bezwinge den Boss und rette die Zivilisten vor dem Zombie-Angriff. Level 2. Erstens, Schule. Ich muss da vorbeikommen. Ach, da komme ich vorbei. Nice. Ah, nein. Und das war's auch schon wieder. Fortfahren, deaktiviere Ads. Gibt's also auch Werbung hier irgendwo? Da ist sie schon. Okay. Ach Gottchen. Wie schlecht war das denn, bitteschön? Das war richtig bad. Wieder so richtig bad. Eieiei. Richtig schlecht. Kann ich nochmal neu starten? Ich find's gut, dass es so ein Speed hier gibt. Ein Speed-Up. Damit man tatsächlich nicht allzu lange warten muss. Uff. Okay. Bonus-Level. Aber erstmal American Dad, Apocalypse Zone, was ich auch schon angespielt habe, meine lieben Freunde. Du hast nur 3 Bälle, um die Tickets zu sammeln. Wechsel die Tickets für neue Bälle. Schlecht. Na gut. Ich habe ein paar bekommen. 43 Stück. Ob das viel ist, keine Ahnung. Dreh und gewinne. Wähle eine Fähigkeit aus. Bombifikator Extraball Dynamit. Alter. Erstmal, wenn ein Ball durchgeht, dann gibt es ordentlich Bomben. Ach, schade. Level 5, aber erst einmal eine Werbung für War Eternal. Wir können aber die Werbung zählen, wie viele wir gesehen haben. Ich glaube, die dritte oder vierte war es jetzt gewesen, ne? Nope. Müssen noch ein bisschen so schießen wahrscheinlich. Ja. Super. Super, gleich schon 3 Sterne. Gleich mit dem ersten Ball. Ja.
Dum. King Throne, Game of Lust. Aha. So. Ist das wieder Bombe-mäßig? Nee, oder? Ah, schlecht. Und jetzt nicht ganz so gut. Ich würde es ja so machen, aber... schlecht. Nicht so geil. Ding, 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 ding. Blablabla. 50 Bälle werden da immer geschossen. Bonuslevel, aber erstmal Werbung. Wieder Days of Empire. So, erstmal außen alles mitgenommen. Ob das so gut war, ist eine andere Frage. Haben wir da mitgenommen, super. Fast alle mitgenommen. 67 davon. Oh, ist doch ein Lösch die untere Reihe an Zombies. Alles klar. Brauche ich aber nicht. Wow. Ah, erwischt. Ding, 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 ding. Na dann. Ach, Mist. Ist ja kaputt gegangen vorher. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Level 8. Oh, 105 Leben hat der Typ. Zichte. Kein Bock auf Drehen. Yeah. Und 105 Leben in einem einzigen Zug gekillt. Da kommen noch welche nach, aha. (67) Bälle habe ich, die ich hier schießen kann. Nice. Ich habe 20 Münzen erhalten, danke. So, da haben wir wieder 2. Und das war ein Schlüssel, aber... Ja, nicht so gut. Oh, da ist eine Bombe. Nice. Leider schon wieder verschwunden. Blub, 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 blub. Okay, nicht so geil. Ooh.
Nice. Sehr verständlich gut geskillt und game. Was kann ich denn machen? Oh, ich kann Kisten öffnen. Einschlüssel. Zwei Schlüssel. Spider-Man! Ich habe übrigens die beste Belohnung bekommen. Greif mit einem Spinnennetz an. Ein Bonuslevel. Oh, die belässt mir ja gar nicht. Eieiei. Also, ich will auch nur mal sagen, das war mein allererster Ball. Ich habe fast alle mitgenommen. Nice. Bonuslevel absolviert. 63 Stück erhalten. Stinkfritz, verringert die Anzahl an lebenden Zombies. Wie eine Granate. Wie viel habe ich denn davon, bitteschön? Eieiei. Sind wir noch die 60? 50. Spinnennetze haben wir hier. Die können sich wahrscheinlich nicht bewegen, ne? Ja. Dum. Ups. Aber auf jeden Fall können die Skins auch Fähigkeiten haben. Sportlehrer, ein Bossgegner. Mhm. Spinnennetze. Hat der eigentlich lebende Typ? Nee, oder? Ich glaube, der nervt mich einfach nur. So, wahrscheinlich wollen wir alles killen. Dim. Wir schießen mal 50 Bälle. Die machen sicherlich genügend Schaden über die Zeit. Ach doch mal, der hat doch 52 Leben. Auf dem Kopf drauf. Oh, nice. Ah, doch nicht so nice. Das habe ich nicht gesehen, dass er tatsächlich Leben hat. Na gut, dann müssen wir das... Kriegen wir das hin? Na gut. Das muss ich dann trotzdem noch killen. Dum. Witzig. Erledigt den Gegner. Habe ich schon gewundert, wann kommt immer wieder eine Werbung? Ist mal wieder an der Zeit dafür. Ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Füg Bälle für einen Zug hinzu, der Ballgenerator. 25. Kein Hole in One. Schade. Ach Gottchen. Dum.
Na ja, sind wir schon gut durch. Die DNA-Stränge hier. Wieder ein Bonus-Level. Damit. Scheiß Werbung, scheiß Musik. Bin ich kein Fan von. Was kann ich damit eigentlich machen? Hab's noch nicht so richtig verstanden. Eine neue Bälle kaufen? Nö. Dafür brauche ich die Coins. Weg da. Ein Warp. Nutzen wir doch gleich mal. Da. Das ist so schnell, dass du gar nicht siehst, wo die Bälle überhaupt hinfliegen. Zumindest jeder einzelne Ball. Ach Gottchen. Bling, bling. Ja, cool, Leute. Cool, cool. War für mich ein interessantes Game. Nochmal ein Pixelmon Town Werbung, also quasi eine Nachkopie von Pokémon. So, und hier gibt's 2, 4, 6, 8 Level derzeit. Zum hier. Achso. Ah doch, guck mal, 11.4.57, ah ja. Brauche ich die Schlüssel für? Kann man nur in den Schlüssel bekommen scheinbar. Die können für 2000 öffnen. Und die erscheinen bald. Sind also jetzt noch gar nicht drin im Spiel. Okay, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das war's gewesen. Mal angespielt zu Zombies vs. Bones. Danke für den Vorschlag von damals. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.